Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne gekommen und ich möchte Ihnen gerne hier einen Überblicksvortrag über das Thema Industrie 4.0 halten. Der Untertitel heißt, wie sich die deutsche Industrie digitalisiert. Und ich möchte Ihnen dabei auch ein bisschen aufzeigen, wie diese Technologie Industrie 4.0 dann in die Unternehmen hineingetragen wird. Ich habe meinen Vortrag in 4 Teile strukturiert. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Einführung. Dann möchte ich Ihnen aufzeigen, wie der Stand der Umsetzung von Industrie 4.0 heute aussieht. Aktivitäten international, europäisch und auch natürlich bei uns in Deutschland. Dann möchte ich Ihnen vorstellen, die sogenannten Umsetzungsempfehlungen zu Industrie 4.0. Und ich möchte dann auf die Umsetzungsprojekte eingehen. Da habe ich einige Lösungen herausgegriffen. Effiziente Fabrik 4.0, Musterlösungen und Kompetenzzentren, dann das Mittelstandszentrum Industrie 4.0. Und was wir auch gemacht haben, wir haben für den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau einen Leitfaden entwickelt, nachdem man Industrie 4.0 in Unternehmen einführen kann. Und ich werde Ihnen vorstellen, wie dieser Leitfaden aussieht und wie man damit umgeht. Und dann werde ich noch zusammenfassen. So, dann komme ich gleich zur Einführung. Und ich möchte die Einführung damit beginnen. Schauen Sie mich an. Wenn Sie mich anschauen, wenn Sie feststellen, ich bin schon leicht ergraut. Das heißt, mit Erfahrung gesegnet. Und an dieser Erfahrung möchte ich Sie jetzt gern teilhaben lassen und möchte Ihnen einen bestimmten Blick aus meinem Blickwinkel auf die Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre geben. Angefangen hat alles damit, dass ich nach Darmstadt berufen worden bin. Ich habe meine Stelle angetreten am 1. April 1993. Ein ganz wesentliches Datum war der April 1993. Nicht, weil ich nach Darmstadt gekommen bin, sondern weil etwas anderes passiert ist. Wer weiß noch, was im April 1993 passiert ist? Ha, wir sind hier im Physikalischen Verein. Im April 1993 wurde am 16. April erstmalig das World Wide Web veröffentlicht. Und mit dem World Wide Web begann im Grunde genommen die ganze Welle der Internettechnologie. Und wenn Sie auf den Begriff Industrie 4.0 schauen, dann ist dieser Begriff im Grunde genommen ein Wortspiel, das aus den Anteilen Industrie besteht und 4.0. Industrie ist klar, das ist eine Technologie, die ist entwickelt worden für die Industrie. Und das 4.0 soll die Assoziation zum Internet herstellen, weil wir im Internet davon sprechen, es gibt das sogenannte World Wide Web oder kurz das Web 1.0, das Web 2.0, das Web 3.0, es gibt noch kein Web 4.0, aber es gibt schon eine Industrie 4.0. Und dies liegt daran, dass wir überzeugt sind, dass wir uns mitten in dem Weg in die vierte industrielle Revolution befinden. Und was das heißt, das werde ich Ihnen jetzt vorstellen. So, und jetzt habe ich eine Darstellung gewählt, die so die letzten 20, 25 Jahre so in 5 Jahresschnitte einteilt. Wobei Sie das jetzt nicht präzise verstehen sollten mit der Jahreszahl, sondern die Jahre, die ich jetzt zeige, heißen plus minus 2 bis 3 Jahre. Also schauen wir auf das Jahr 1995. Wie gesagt, 1993 begann das World Wide Web. Dann sind zu diesem Zeitpunkt Firmen gegründet worden wie Yahoo oder AOL. Es kamen die ersten sogenannten Webbrowser auf den Markt, Mosaic.
Den hatte ich in Darmstadt auch eingeführt. Vielleicht können einige von Ihnen sich noch an das Logo erinnern. Mosaic wurde dann von Netscape abgelöst. Und wir waren ganz stolz, dass wir mit dieser Technologie vernetzte Dokumente handhaben konnten. Das waren im Grunde genommen Textdokumente, bei denen die einzelnen Worte über einen sogenannten Hyperlink, das ist nichts anderes als eine Adresse, die auf ein anderes Dokument zeigt, ausgestattet war, sodass wir über das Identifizieren eines Wortes von einem Dokument auf das andere springen konnten. 5 Jahre später haben wir es geschafft, die vernetzten Textdokumente von der Hypermedia-Technologie zur Multimedia-Technologie weiterzuentwickeln. Da waren wir ganz stolz drauf, ich kann mich noch daran erinnern. Multimedia hieß, wir waren in der Lage, Bilddateien in Dokumente zu integrieren, dann aber auch Videodateien oder auch Audiodateien. Und wir waren in der Lage, sogar diese Bilddateien, Videodateien, Audiodateien aus den Dokumenten heraus auch wieder referenzierbar zu machen und sind so zu den vernetzten Medien gekommen. Es sind Firmen gegründet worden wie Google, eBay, Amazon und Technologien aufgekommen wie Java als objektorientierte Programmiersprache oder die Unified Modeling Language, UML, und die Extensible Markup Language als XML bekannt. Und wieder 5 Jahre später, so um das Jahr 2005, das ist gerade mal 10 Jahre her, haben wir uns weiterentwickelt von der Multimedia-Technologie zu den sozialen Medien hin. Die Menschen haben begonnen, sich zu vernetzen. Es sind Firmen entstanden wie Facebook, YouTube, Twitter. Und als Technologie sind die sogenannten Web-Services entstanden, über die man in der Lage ist, bestimmte Dienste im Internet programmieren zu können. Und man hat viele dieser Dienste auch standardisiert und wir verwenden sie heute im Grunde genommen als Stand der Technik. Wieder 5 Jahre später, jetzt kommen wir in das Jahr 2010, haben die Unternehmen erkannt, dass die Vernetzung, die die Menschen auf privater Ebene schon durchführen, ja eigentlich auch für die Unternehmen sehr interessant sind. Die Unternehmen haben sich vernetzt. Und es ist eine Technologie entstanden, vielleicht können sich einige von Ihnen noch erinnern. Steve Jobs hat 2007 das iPhone vorgestellt und hat mit dem iPhone erstmalig die App-Technologie in den Markt gebracht. Eine bestimmte Programmiertechnik, die speziell geeignet ist, um mobile Endgeräte zu unterstützen. Und an der Stelle stelle ich immer gerade gerne die Frage, wer weiß noch, wann das erste Smartpad, das war ja das iPad, auf den Markt gekommen ist. Also das mobile Tablet, mit dem ich praktisch im Internet arbeiten kann. Wer weiß das noch? Bitte? 2010. 2010. Das ist gerade mal 5 Jahre her. Gerade mal 5 Jahre. Heute arbeiten wir im Grunde genommen alle mit dieser Technologie. So, und heute gehen wir den Schritt von den vernetzten Unternehmen zu den vernetzten Systemen. Das heißt also, diese Idee der Vernetzung, die übertragen wir jetzt auf Systeme. Und dazu nutzen wir den Ansatz der cyberphysischen Systeme, Cyber-Physical Systems, und wir sprechen heute schon von den Cyber-Physical Media. Und hier kommt Industrie 4.0 stark zum Einsatz. Ich habe mir jetzt hier das Logo der Plattform Industrie 4.0 aufgezeigt. Und diese Plattform Industrie 4.0 ist 2013 eingerichtet worden als sogenannte Verbändeplattform, getragen von den 3 Industrieverbänden Bitkom, VDMA und ZVEI, also Bitkom als Verband, der die informationstechnische und kommunikationstechnische Industrie vertritt. VDMA, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, und ZVEI, der Zentralverband der elektrotechnischen und elektronischen Industrie.
Und diese Plattform hat existiert als Verbändeplattform bis zum April 2015. Und im April 2015 ist die Verbändeplattform etwas breiter aufgestellt worden. Wir sagen auch dazu, sie ist in die Plattformindustrie 4.0, so wie wir sie heute kennen, migriert. Und wie diese Plattform aussieht, werde ich Ihnen auch gleich noch vorstellen. Ja, und wichtig ist, dass diese Plattformindustrie 4.0 auch die Industrie 4.0-Komponente definiert hat. So, und meiner Einschätzung nach wird sich diese Dynamik nicht abschwächen und wir werden in 5 Jahren, vielleicht können wir dann auch mal einen Vortrag organisieren, dann werden wir Future Media haben. Ich weiß heute noch nicht, wie Future Media aussieht, aber was ich weiß, ist, dass diese Dynamik nicht nachlassen wird. Wir werden genau solche Innovationen, die wir in den letzten 20, 25 Jahren erlebt haben, auch in den nächsten 5 Jahren erleben. So, und vor dem Hintergrund möchte ich jetzt erklären, was Industrie 4.0 ist. Industrie 4.0 steht für die 4. industrielle Revolution. Und jetzt darf man, wenn man sich vorstellt, dass dies eine Technologie ist, die für die Industrie entwickelt worden ist, nicht gleich in die technischen Ebenen hineinbegeben, sondern man muss sich fragen, wozu dient denn eigentlich Industrie 4.0? Was habe ich als Unternehmer oder als Unternehmen davon? Und dies beantwortet eigentlich die Definition von Industrie 4.0. Sie lautet nämlich, dass Industrie 4.0 in erster Linie für eine neue Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette dient, die über den gesamten Lebenszyklus von Produkten reicht. So, wenn man jetzt als Unternehmen diese Definition sieht, dann muss man sich 2 Fragen stellen. Die erste Frage, wie sieht denn meine Wertschöpfungskette überhaupt aus? Und wie kann ich sie neu organisieren? Ist sie richtig organisiert? Und die 2. Frage ist, wie sieht denn mein Produktlebenszyklus aus? Wer ist denn alles involviert in meinen Produktlebenszyklus? So, und um hier eine Lösung zu bieten, ist dann die Grundlage der cyberphysischen Systeme geschaffen worden, die man einfach so erklären kann, dass es im Grunde genommen Steuerungssysteme oder Regelungssysteme sind, die eine eingebettete Software besitzen. Und der Clou ist eigentlich, dass wir jetzt in diese Steuerungssysteme eine Internetadresse implementieren. Und in dem Moment, wo es uns gelingt, dort eine Internetadresse zu implementieren, sind wir dann in der Lage, über diese Adresse wieder die sogenannten Web-Services zu benutzen. Das heißt, wir können dann aus dem System Daten auslesen, Datenströme beispielsweise auf einen Server lenken. Und wir können andererseits über die Web-Services direkt in das Steuerungssystem eingreifen und beispielsweise Steuerungsparameter, Regelungsparameter von außen verändern. Wenn wir die cyberphysischen Systeme einsetzen, genau mit dieser Funktionalität, dann sind wir auch in der Lage, verschiedene Systeme miteinander zu vernetzen. Und diese cyberphysischen Systeme sind dann auch in der Lage, miteinander zu kommunizieren, Daten auszutauschen, Befehle auszutauschen, Informationen auszutauschen. Das steckt im Grunde genommen dahinter. Und jetzt möchte ich noch begründen, warum wir von der 4. industriellen Revolution sprechen. Nun, als Ingenieur mit hoher Technikaffinität definieren wir die 4. industrielle Revolution so. Die 1. industrielle Revolution ist begründet durch die Einführung von Fertigungsmethoden und der Nutzung von Wasserkraft und Dampfkraft im 18. Jahrhundert. Dann die 2. industrielle Revolution ist geprägt durch die Massenproduktion und die Nutzung elektrischer Energie Anfang des 20. Jahrhunderts. Die 3. industrielle Revolution
Anfang der 70er Jahre, habe ich teilweise auch selbst erleben dürfen. Da ging es um die Automatisierung, die Einführung elektronischer Steuerungssysteme und Informationsverarbeitungssysteme. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch die Bezeichnung Computer Integrated Manufacturing oder CIM. Tolle Ideen damals, allerdings war die Leistungsfähigkeit unserer Rechnersysteme noch nicht so ausgeprägt, dass sich alle Erfolge eingestellt haben. Aber wie auch immer, es hat dazu geführt, dass die Firmen sich neu organisiert haben. Es hat dazu geführt, dass neue Branchen gegründet worden sind. Auch ein Unternehmen wie beispielsweise SAP als prominentes Unternehmen ist zu der damaligen Zeit gegründet worden. Und heute befinden wir uns in einer Zeit, wo wir über cyberphysische Systeme auch wieder neue Formen der Organisation und Steuerung von Wertschöpfungsketten bekommen werden. Und wir sehen heute schon, dass sich auch neue Branchen gründen, neue Qualifikationen entstehen und neue Dienstleistungsprofile entstehen, die in Zukunft in der Wirtschaft auch ihren Platz sehr schnell finden werden. So, und vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen jetzt aufzeigen, was man mit den Industrie 4.0 Ansätzen tun kann. Ich selbst komme ja aus dem Maschinenbau, bin in Darmstadt auch im Fachbereich Maschinenbau angesiedelt und wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren, die Wertschöpfung durch Funktionsintegration zu verbessern. Wir sind von den mechanischen Systemen zu den mechatronischen Systemen übergegangen, haben dann die adaptronischen Systeme entwickelt und wollen jetzt, die Wertschöpfung durch cyberphysische Systeme verbessern. Wie gesagt, ich werde gleich nochmal darauf eingehen. Stellen Sie sich einfach Systeme vor, die untereinander vernetzt werden können und kommunizieren können. Was können wir damit erreichen? Wir können das Thema Zustandsüberwachung oder im Englischen sagen wir Condition Monitoring auf eine neue Basis stellen. Also, ganz einfaches Beispiel, bei den Bauingenieuren kennen wir die schönen Brücken, die, wenn sie ein gewisses Alter haben, renoviert werden müssen. Man muss natürlich immer mit Ingenieurteams an die Brücken fahren, muss Messdaten aufnehmen und dann entscheiden, ob man saniert oder nicht. Man könnte dort auch geeignete Sensoren einsetzen. Und wenn Sie eine Internetschnittstelle haben, dann könnte man die Messdaten praktisch kontinuierlich im Büro überwachen oder wo auch immer. Dann ein zweites Einsatzgebiet ist das Gebiet der System- und Strukturüberwachung. Also System kann eine Werkzeugmaschine sein, das kann eine Druckmaschine sein, was auch immer. Und Strukturüberwachung ist im Englischen übersetzt das Gebiet Structural Health Monitoring. Wir können die Ferndiagnose auf eine neue Basis stellen. Wir können auch die Fernsteuerung auf eine neue Basis stellen. Und was für uns gerade in der Produktionstechnik extrem wichtig ist, wir können die Objektverfolgung, also Bauteilverfolgung, auf eine neue Basis stellen. Wir sagen dazu Tracking and Tracing. Das heißt also, wir können Bauteile abfragen, wo sie sich gerade befinden in ihrem Produktionsprozess oder wenn sie zugeliefert werden in der Logistik, können wir abfragen, wo sie sich gerade befinden. Daraus ergeben sich dann eine Reihe von neuen Einsatzgebieten. Einige habe ich hier aufgezeigt, es gibt viel mehr. Das Gebiet, das uns in Industrie 4.0 zurzeit am meisten beschäftigt, ist das Gebiet Smart Factory, also die intelligente Fabrik. Aber genauso wichtig ist das Thema intelligente Energieverteilung, Smart Grid. Oder intelligente Logistik, Smart Logistics, natürlich intelligente Produkte, Smart Products, bis hin zur Smart City. Man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn man den Anlagenbau betrachtet, Smart Plant ist ein großes Thema. Oder wenn man die Gebäudetechnik betrachtet, Smart Home
ist ein sehr wichtiges Thema, das gerade sehr intensiv nicht nur diskutiert wird, sondern auch schon auf den Markt kommt. So, nun möchte ich Ihnen noch eine wichtige Darstellung vermitteln. Da geht es nämlich darum, die Frage zu beantworten, wo siedeln wir uns heute an? Und dazu dient die sogenannte Automatisierungspyramide. Die Automatisierungspyramide ist ein Gedankenmodell, das im Grunde genommen auf der unteren Ebene sehr operativ, in unserem Fall dann sehr werkstattnah angesiedelt ist, sehen Sie hier mit Sensoren und Aktuatoren, dann darüber angesiedelt die Ebene der Geräte und der Systeme, darüber angesiedelt die Ebene der Vernetzung und darüber angesiedelt die Ebene der Dienstleistungen, beispielsweise die über internetbasierte Dienste möglich sind. Und es ist jetzt interessant, einmal zu beobachten, wo sich die Unternehmen aus den verschiedenen Branchen betätigen. Das ist ganz interessant, die produktionstechnischen Unternehmen und die Unternehmen der Automatisierungstechnik, die beschäftigen sich mehr mit den Geräten, den Sensoren und den Aktuatoren. Und die Unternehmen, die mehr aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnik kommen, die beschäftigen sich mehr mit den Dienstleistungen, internetbasierten Dienstleistungen und der Vernetzung. Und was jetzt interessant ist, wir stellen fest, es gibt eine Bewegung von den produktionstechnischen Unternehmen in die höheren Schichten hinein. Es gibt genauso eine Bewegung von den informations- und kommunikationstechnischen Unternehmen in die unteren Schichten hinein. So, und das ist interessant zu beobachten, wem es gelingt, am überzeugendsten den Markt zu bearbeiten. Und deswegen steht hier als Überschrift auch Geschäftsmodelle, weil nämlich dahinter sich verbirgt, dass wir über die Technologie Industrie 4.0 ganz neue Geschäftsmodelle für die Unternehmen bekommen werden. Und wie die aussehen können, werde ich auch gleich noch etwas dazu sagen. Ja, interessant ist auch noch, dass wir an den oberen Ebenen davon sprechen, physicalized the cyber. Und in den unteren Schichten, wo wir ja realitätsnäher sind, sprechen wir von cyberized the physical. Im Grunde genommen ganz leicht erklärt. Im Übrigen, das sind keine Begriffe von mir, sondern von dem Kollegen Lee aus USA. Cyberized the physical bedeutet, wir müssen die physikalische Welt intelligenter machen. Und das gelingt dadurch, dass wir mehr Intelligenz in die Steuerung bringen und dass wir auch die Systeme kommunikationsfähig machen und vernetzen können. Und physicalized the cyber, das betrifft zum Beispiel auch mein Fachgebiet sehr intensiv. Wir sind ja heute schon sehr weit fortgeschritten, um virtuelle Produktentwicklung beispielsweise durchzuführen oder Digital Manufacturing zu praktizieren. Allerdings haben wir einen riesen Nachholbedarf darin, realitätsgetreu zu sein. Wir müssen in der virtuellen Welt unbedingt realitätsgetreuer werden. Und das verbirgt sich dahinter. So, nun möchte ich Ihnen einige Darstellungen geben zum Stand der Umsetzung von Industrie 4.0. Wir sind nicht alleine auf der Welt, ist die erste Aussage. Hier habe ich Ihnen die wichtigsten Aktivitäten markiert, die weltweit zurzeit zu verzeichnen sind. In Deutschland ist es Industrie 4.0 mit unseren Plattformaktivitäten. Auf europäischer Ebene spricht man von Advanced Manufacturing oder Digital Manufacturing. In USA ist im April letzten Jahres, das ist gerade mal anderthalb Jahre her, das Industrial Internet Consortium gegründet worden. Für die Experten unter Ihnen,
sei gesagt, das Industrial Internet Consortium ist angesiedelt unter dem Dach der Organisation OMG. Das ist die sogenannte Object Management Group. Das ist eine internationale Vereinigung von Unternehmen, auch Wissenschaftlern, und die führen keine, sagen wir, öffentlich legitimierte Normung durch, sondern eine Industrienormung. Das heißt also, durch die Kraft der Industrie, die sich in der OMG vereinigt hat, weltweit, werden hier Normen erstellt. Ich habe vorhin die Technologie UML, Unified Modeling Language, erwähnt. Das ist beispielsweise eine Technologie, die von OMG als weltweiter Standard platziert worden ist. Und im Industrial Internet Consortium müssen Sie beitreten, da müssen Sie eine Beitrittsgebühr zahlen. Und zum heutigen Zeitpunkt haben Sie schon über 200 Unternehmen weltweit eingeschrieben. Also es ist nicht nur eine amerikanische Aktivität, sondern eine internationale Aktivität. In China tut sich gerade sehr viel. China hat eine Richtlinie rausgegeben, beziehungsweise die chinesische Führung hat eine Richtlinie rausgegeben, die nennt sich Made in China 2025. Und dahinter verbirgt sich Folgendes. China möchte bis zum Jahr 2025 weltweit aufgeschlossen haben und möchte bis zum Jahr 2045 in der Produktions- und Informationstechnik die führende Nation weltweit sein. Nebenbei gesagt, 2045 ist das Jahr, an dem China, die Volksrepublik China, das 100-jährige Bestehen feiert. Und darauf richten sie sich schon aus. Aber wie auch immer, was wir feststellen, ist hier ganz enorme Aktivität. Sehr stark ist auch Südkorea und sehr stark ist auch Japan. So, und wir hatten am Anfang dieses Jahres einen Workshop in Brüssel, bei dem es um die europäischen Aktivitäten geht. Und an diesem Workshop haben wir festgestellt, dass fast jede Mitgliedsnation aus der Europäischen Union Projekte oder Initiativen aufgesetzt hat, die ähnlich wie Industrie 4.0 ausgerichtet sind oder auf das Gebiet Internet of Things oder kurz bezeichnet IoT gerichtet ist. Ich habe Ihnen einfach mal die Übersicht mitgebracht, weil ich denke, diese Landkarte zeigt sehr gut, dass diese Bewegung nicht nur eine nationale Bewegung hier in Deutschland ist, sondern im Grunde genommen die ganze Europäische Union ergriffen hat. So, und schließlich bei uns wurde, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, die Verbändeplattform Industrie 4.0 in die neue Plattform Industrie 4.0 migriert. Sie wird jetzt geleitet von den Bundesministern Frau Wanka und Herrn Gabriel, also Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Darüber hinaus sitzt in der Leitung der Plattform neben Vertretern der Wirtschaft, die IG Metall, und die Wissenschaft wird in diesem Leitungsgremium durch den Präsidenten der Fraunhofer Gesellschaft repräsentiert. Darüber hinaus gibt es drei Säulen. Die technische, praktische Kompetenz, die politische Steuerung, gesellschaftliche Fragen und Multiplikatoren sowie Aktivitäten am Markt. Organisiert hat man sich über einen Lenkungskreis, der verschiedene Arbeitsgruppen lenkt. Und meine Damen und Herren, wichtig ist für Sie, dass in der Plattformindustrie 4.0 fünf fachliche Arbeitsgruppen zurzeit aktiv sind. Das sind die Arbeitsgruppen Referenzarchitektur, Standardisierung und Normung, Forschung und Innovation, Sicherheit vernetzter Systeme, rechtliche Rahmenbedingungen, Aus- und Weiterbildung, Arbeit, Aus- und Weiterbildung und
Weitere Arbeitsgruppen können eingerichtet werden, sobald hier der Bedarf letztendlich artikuliert wird. Der Strategiekreis zielt auf die politische Steuerung. Da geht es also natürlich auch, nicht nur, aber auch um Förderprogramme. Es geht aber auch darum, wie man mit anderen Nationen zusammenarbeitet. Also beispielsweise mit den Nationen, die ich vorhin auf der Weltkarte verfügbar habe. Ja, und ganz wichtig sind natürlich Industriekonsortien und hier internationale Standardisierungen. Ich bin hier im wissenschaftlichen Beirat tätig. Also das ist hier so meine Position, an der ich angesiedelt bin. Es gibt natürlich auch eine Geschäftsstelle, die als Dienstleister fungiert. Ja, und ganz wichtig ist, dass wir unmittelbar vor dem nationalen IT-Gipfel stehen, der am 19. November in diesem Jahr stattfindet. Geplant war, dass etwa 100 verschiedene Anwendungsszenarien zu Industrie 4.0 dort vorgestellt werden. Zurzeit haben wir schon 250 Anwendungsszenarien gesammelt. Das heißt also, auf diesem IT-Gipfel am 19. November diesen Jahres werden wir einen breiten Strauß von erfolgreichen Industrie 4.0 Implementierungen kennenlernen. So, wie weit sind wir gekommen? Nun, bei dem Zeitpunkt der Migration von der Verbändeplattform, hier sind ja nochmal die drei Verbände, in die neue Plattform Industrie 4.0 ist ein Bericht entstanden, der den Namen trägt Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 und der besitzt neben vielen Details drei ganz wichtige Aussagen, nämlich eine Forschungsroadmap, dann die Konzeption des Referenzmodells RAMI 4.0. RAMI steht für Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 und die Konzeption der sogenannten Industrie 4.0 Komponente. Nun, warum brauchen wir diese Umsetzungsstrategie? Der Grund ist einfach, wie eingangs schon betont, wir wollen die Wertschöpfung verbessern und nutzen diese Ansätze, eine neue Stufe der Organisation und Steuerung von Wertschöpfungsprozessen zu erreichen. Dazu werden Use Cases oder ins Deutsche übersetzt Anwendungsszenarien definiert und ganz konkrete Umsetzungsbeispiele entwickelt. Und die beziehen sich auf die Produktion, auf Produkte und ganz wichtig sind es die Geschäftsmodelle. Also es ist ganz entscheidend, dass sich die Unternehmen vergegenwärtigen, dass sie mit den neuen Ansätzen in Produktion und Produkten zu neuen Geschäftsmodellen kommen. So, nun möchte ich Ihnen einige Umsetzungsprojekte vorstellen. Ein Umsetzungsprojekt, das ist eingerichtet worden bei uns in Darmstadt und nennt sich Effiziente Fabrik 4.0. Ich darf aber auch erwähnen, dass wir in Darmstadt nicht als einziger Standort uns mit Umsetzungsprojekten zu Industrie 4.0 beschäftigen. Wir haben in der Plattform Industrie 4.0 einmal verschiedene Umsetzungsprojekte aufgenommen. Die sehen Sie hier auch als Landkarte eingetragen. Wenn Sie Interesse haben, dann schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Ich habe diese Landkarte als interaktive PDF-Datei. Das heißt, wenn Sie dann auf irgendeinen Standort klicken, dann bekommen Sie sofort die Internetseite von diesem Standort angezeigt und können sofort sehen, mit welchem Thema sich dieser Standort spezialisiert hat. Wie gesagt, in Darmstadt haben wir die Effiziente Fabrik 4.0 und den Ansatz, den wir in Darmstadt verfolgen, ist, dass wir eine Fabrik nicht auf der grünen Wiese neu bauen wollen, sondern wir haben schon eine. Das ist unsere sogenannte Prozesslernfabrik, die wir zur Ausbildung unserer Studenten aufgebaut haben.
Und diese Prozesslernfabrik, die entwickeln wir zurzeit weiter in eine Industrie 4.0 Fabrik in diesem Projekt. Wir nutzen also den Brownfield-Ansatz anstelle des sogenannten Greenfield-Ansatzes. Wir entwickeln ein Kennzahlensystem zur organisatorischen und wirtschaftlichen Evaluation von Industrie 4.0 Lösungen. Das können wir auch machen, weil wir haben den Vergleich vorher, nachher. Und daraus gewinnen wir dann ganz konkret auch ein Datenmaterial, über das wir dann den Nutzen quantifizieren können. Und ganz wichtig ist, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und wir haben verschiedene Anwendungsszenarien definiert, wobei wir diese Anwendungsszenarien uns nicht einfach aus den Fingern gesaugt haben, sondern wir haben ein Industriekonsortium gebildet, das sich beteiligt an diesem Projekt. Und die Unternehmen, die sich daran beteiligen, die sehen Sie hier aufgetragen. Also ich möchte nur einige erwähnen, die Sie vielleicht kennen. Das ist die Software AG aus Darmstadt. Das ist die Firma TI Connectivity. Das ist Heidelberger Druckmaschinen oder die Firma Vital beteiligen sich dort. Ganz wichtig ist auch, die IG Metall ist beteiligt. Und warum das so ist, das werde ich Ihnen nun gleich vorstellen. Wir haben im Kern den Ansatz, dass wir Bauteile, die wir in unserer Fabrik produzieren, als Informationsträger verstehen. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich noch vorstellen. Dazu brauchen wir ein einheitliches Datenmanagement. Und die Unternehmen haben uns gesagt, für uns wäre es unheimlich wichtig, eine papierlose integrierte Qualitätssicherung zu besitzen. Also weg vom Papier. Dann brauchen Sie ein digitales Wertstromabbild, ein echtzeitfähiges Produktionscontrolling, dann Zustands- und Energieverbrauchsmonitoring. Das ist ganz, ganz wichtig. Und schließlich, hier im Use Case 4 oder Anwendungsszenario 4, wir möchten die Arbeitsplätze in der Fabrik mit intelligenten Werkerassistenzsystemen ausstatten, sodass die Mitarbeiter sich ständig informieren können über die Arbeitsschritte, die als nächstes folgen. Und hier ist beispielsweise die IG Metall sehr daran interessiert, sich zu beteiligen. Es geht bei Industrie 4.0 auch nicht darum, jetzt einen neuen, höheren Grad an Automatisierung zu erreichen, sondern was wir wollen ist, wir wollen flexibler werden. Flexibilisierung ist das Hauptthema. Flexibilisierung bis hin zur Individualisierung. So, und um hier ein einfaches Beispiel zu zeigen, wir haben also hier ein Bauteil, das ist auch ein ganz reales Bauteil, das gehört zu einem Pneumatikzylinder und wir können dann dieses Bauteil durch die Fabrik führen. Wir arbeiten heute mit sehr viel Papier, wie Begleitscheine, Lieferscheine, Messprotokolle, Prüfprotokolle. Und was nun passiert? Wir digitalisieren die Information und bringen sie als beispielsweise mit einem elektronischen Speichermedium direkt auf das Bauteil auf. Oder, auch das möchte ich hier gerne erwähnen, wir können auch die Information auf einem Server speichern und bringen auf das Bauteil einen Barcode oder einen QR-Code auf. Dann kann ich mit meinem Handy den Barcode identifizieren, kriege sofort die Daten über das Bauteil auf mein Handy. So, und das Gleiche, was wir mit dem Bauteil machen, machen wir natürlich auch mit jeder Station, also mit jeder Bearbeitungsstation oder Montagestation, sodass wir einerseits verfolgen können, wie verhält sich das Leben des Bauteils beim Durchlaufen der Produktion vom Rohteil bis zum Fertigteil. Das war für jedes Bauteil individuell. Und umgekehrt können wir auch jede Station abfragen, zum Beispiel, was hast du denn heute für alles für Bauteile bearbeitet bzw. gefertigt.
So, und das war jetzt nur ein Beispiel. Natürlich können Sie sich dann die Beispiele für die papierlose Qualitätssicherung vorstellen oder das Wertstromabbild. Ganz besonders wichtig ist das Energiemonitoring. Das ist, also als wir das zum ersten Mal realisiert haben, zu sehen, bei einer Werkzeugmaschine, für welche Arbeitsoperation viel oder wenig Energie verbraucht wird, ist beeindruckend. Und ich prognostiziere Ihnen, wenn diese Technologie in der Produktion verfügbar ist, dann werden wir etwas Ähnliches erleben, wie wir heute schon in den Autos erleben, nämlich mit der Verbrauchsanzeige. Natürlich können Sie ein Automobil fahren mit viel Verbrauch und mit wenig Verbrauch. Das hängt vom Fahrstil ab. Und genauso wird es einen Programmierstil für NC-Maschinen geben, wo Sie ganz gezielt nach minimalem Energieverbrauch die Arbeitsoperation von Werkzeugmaschinen programmieren können. Ja, und wir haben auch bereits sehr interessante Lösungen, um Werkerassistenzsysteme flexibel zu unterstützen. Ja, ein nächster Schritt ist, dass man neben diesen Musteranwendungen, Anwendungsszenarien durch das Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland 5 Kompetenzzentren eingerichtet hat. In Berlin-Brandenburg, in Hannover, in Dortmund, in Kaiserslautern und wir sind ganz stolz, wir haben auch den Zuschlag für Darmstadt bekommen. Was möchte man mit diesen Kompetenzzentren erreichen? Man möchte im Grunde genommen das Know-how aus der Entwicklung von Industrie 4.0 als Technologietransfer in die Wirtschaft tragen. Man möchte die Unternehmen direkt mit der Kenntnis und auch mit den Fähigkeiten, mit der Kenntnis über und den Fähigkeiten zu Industrie 4.0 versorgen. Was ist unser Ansatz? Jetzt rede ich ein bisschen über Darmstadt. Also wir haben hier unsere Lernfabrik, die wir gerade umbauen in eine Industrie 4.0 Fabrik. Und wir haben die Industrie- und Handelskammer aus verschiedenen Städten angeschlossen. Die Handwerkskammern haben wir auch angeschlossen. Auch das ist wichtig. Auch das Handwerk wird sehr intensiv von Industrie 4.0 profitieren. Und wir haben natürlich Versuchsfelder mit einbezogen, natürlich aus unserer Darmstädter Umgebung, Fraunhofer-Institut im Wesentlichen, leider kein Max-Planck-Institut, aber vielleicht ergibt sich ja da die Möglichkeit einer Kooperation. Und was wird gemacht? Auch das kann interessant sein für Sie. Wir haben uns 4 Säulen und eine Querschnittsfunktion als Handlungsstränge gegeben, nämlich die effizienten Wertschöpfungsprozesse zu demonstrieren und auch darüber zu schulen, wie man sie nach einem Unternehmen quantifiziert und dann auch verbessert. Das Thema Arbeits 4.0 ist ein wichtiges Thema. Neue Geschäftsmodelle und Energiemanagement, wir sehen es schon, IT-Sicherheit ist eine ganz wichtige Querschnittsfunktion bei uns. Die Arbeitswelt von morgen wird sich signifikant verändern, gerade im Bereich der Produktion. Wir haben es mit einer fortschreitenden Informatisierung der Arbeitswelt zu tun. Ich erkläre das immer gerne so, wenn Sie heute durch eine Fabrik laufen, da sehen Sie kaum Handys, wahrscheinlich gar keine. Und Sie sehen auch keine Smartpads oder iPads, also keine mobilen Endgeräte. Wenn Sie morgen durch die Fabrik laufen, dann wird jeder Mitarbeiter ein solches mobiles Endgerät verfügbar haben. Warum? Weil er damit natürlich direkt an die Daten der Produktionsprozesse, der Werkstücke oder auch der Maschinen kommt und die Prozesse auch, wie wir das hier in unserem eigenen Experiment gemacht haben, wir haben so eine Industrie 4.0 Maschine als 3D-Drucker gebaut und können tatsächlich, so wie ich das vorhin erklärt habe, mit den internetbasierten Diensten, von wo immer wir auch sind, direkt auf das Gerät zugreifen.
Die App-Technologie wird sich massiv in den Firmen durchsetzen. Wir werden informationstechnische Marktplätze in den Unternehmen bekommen, beispielsweise über Werkzeuge, Halbzeuge, Materialien sind ganz wichtig. Und wir werden die internetbasierten Dienste bekommen. Das ist sehr interessant, meine Damen und Herren. Es gibt heute schon Unternehmen, die verkaufen keine Maschinen mehr, sondern die verkaufen die Leistung der Maschine. Also wir kennen Unternehmen, die stellen beispielsweise Kompressoren her. Die verkaufen ihnen nicht mehr den Kompressor, sondern die Druckluftleistung pro Stunde. So, und dann garantiert ihnen das Unternehmen aber, dass die Druckluft auch zu jedem Zeitpunkt verfügbar ist. Ist das ein hohes Risiko? Ja, das ist dann ein hohes Risiko, wenn ich nicht weiß, in welchem Zustand die Maschine ist. Wenn ich die Maschine aber mit Sensorik ausgestattet habe und die Daten, die die Sensoren aufnehmen, über eine Internetschnittstelle in mein Labor schicke, also als Unternehmer, als herstellendes Unternehmen, dann kann ich natürlich von ferne den Betriebszustand meiner Maschine zu jedem Zeitpunkt überwachen. Und ich kann natürlich auch vorbeugend eingreifen, vorbeugende Wartung praktizieren, damit die Maschine auf keinen Fall ausfällt. So, und diese Ansätze führen uns dann schon zu den neuen Geschäftsmodellen. Ja, dann haben wir es mit einer sehr intensiven Digitalisierung der Arbeitswelt zu tun, Verfügbarkeit und Analyse von Datenmengen, Fehlerfrüherkennung, dann präventive Wartung und Instandhaltung. Und wir haben es zu tun mit einer zunehmenden Flexibilisierung. Sie geht einher mit Dezentralisierung und Vernetzung, Maschinenzustandsmonitoring, Fehlerdiagnose und Fernsteuerung. Meine Damen und Herren, wenn ich mit Unternehmen der Fertigungsindustrie spreche, das, wovor man am meisten Angst hat, ist, dass eine Maschine ausfällt und dann die Produktion steht. Und das gilt es auf alle Fälle zu vermeiden. So, und vor dem Hintergrund haben wir uns natürlich auch gefragt, wie können wir es denn erreichen, Industrie 4.0 jetzt in die Unternehmen hineinzubringen. Natürlich sind wir nicht in der Lage, bei den vielen Unternehmen, die es in Deutschland gibt, in jedes Unternehmen zu gehen und dort für Industrie 4.0 zu werben. Und deswegen hat uns der VDMA gefragt, ob wir nicht einen Leitfaden für Industrie 4.0 entwickeln können. Haben wir natürlich gerne gemacht, und zwar in der Kooperation mit dem Kollegen Fleischer vom Karlsruher Institut für Technologie, also KIT. Und wir haben zusammen den Leitfaden entwickelt. Ausgangssituation war, wir haben das Anfang dieses Jahres begonnen, im Juni haben wir das Projekt abgeschlossen. Ausgangssituation war, dass 86% des deutschen Mittelstands das Potenzial von Industrie 4.0 erkannt haben. Das kommt jedenfalls aus einer Commerzbank-Studie heraus. Die Visionen von Industrie 4.0 sind jedoch häufig für die Industrie nicht greifbar. Also auch wenn ich jetzt meinen Vortrag hier gehalten habe, wenn Sie Unternehmer sind, ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen, wie Sie jetzt vorgehen könnten, damit Sie Industrie 4.0 einführen. Der Weg zur Realisierung von Industrie 4.0 ist für die Unternehmen häufig unbekannt. Deswegen waren die Ziele, dass wir Industrie 4.0 auf realisierbare Entwicklungsstufen für Produktideen und Produktionsverbesserungen herunterbrechen. Wir sehen es schon. Produkte und Produktion, also beides wird betrachtet. Und Industrie 4.0 sollte als Wegbereiter für neue Geschäftsmodelle dienen. Und natürlich unterstützen wir den Weg zur erfolgreichen Implementierung. Der Kern dieses Leitfadens, den können Sie im Übrigen ganz leicht beim VDMA bekommen, ist unser sogenannter Werkzeugkasten. Und dieser Werkzeugkasten, den haben wir aufgebaut quasi als Matrix. Das sehen Sie hier schon einmal
um sich Gedanken über die Produkte zu machen, und als Matrix, um sich Gedanken über die Produktion zu machen. Diese Matrizen sind so aufgebaut, dass wir in den Zeilen jeweils die sogenannten Anwendungsebenen definieren und in den Spalten die sogenannten Entwicklungsstufen definieren. Anwendungsebenen haben wir 6 identifiziert. Sie dienen dazu, Themenbereiche darzustellen, für die das Umfeld Industrie 4.0 interessant ist. Und die Kombination der Anwendungsebenen ergibt dann die Gesamtfunktionalität. Und die Entwicklungsstufen, also hier die Spalten der Matrix, dazu haben wir 5 technologisch aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen definiert. Sie dienen zur eigenen Einordnung und zur Ideengenerierung. Und die höchste Stufe sollte Industrie 4.0 darstellen, obwohl ich hier sagen muss, also meine Erfahrung ist, dass nicht für jedes Unternehmen immer die höchste Stufe anzustreben ist. Also es macht keinen Sinn, immer nach dem Optimum zu suchen, beziehungsweise nach dem Optimum schon, aber nicht nach dem maximalen Umfang. Also Optimum schon, aber nicht nach dem maximalen Umfang. So, nun möchte ich Ihnen kurz erklären, wie die Anwendungsebenen gestaltet sind. Wenn wir jetzt auf die Produkte schauen, dann ist eine Frage, sind in Ihren Produkten schon Sensoren und Aktuatoren integriert? Haben Sie schon Funktionalität hinsichtlich Kommunikation und Vernetzung? Wie sieht die Funktionalität zur Datenspeicherung und zum Informationsaustausch aus? Welche Funktionalität haben Sie, um ein Monitoring zu betreiben? Welche produktbezogenen informationstechnischen Dienstleistungen bieten Sie an? Und wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Und bei den Anwendungsebenen für die Produktion haben wir abgefragt, wie ist die Datenverarbeitung bei Ihnen in der Produktion konzipiert? Welche Fähigkeiten besitzt Ihre Maschine-zu-Maschine-Kommunikation? Welche Ansätze verfolgen Sie zur unternehmensweiten Vernetzung der Produktion? Wie sieht die IKT, also Informations- und Kommunikationstechnische Infrastruktur in der Produktion aus? Welche Mensch-Maschine-Schnittstellen bieten Sie an? Und welche Effizienz erreichen Sie bei kleinen Losgrößen? Also jetzt geht es ganz klar um Flexibilität. So, was wir dann gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben im Grunde genommen diese Anwendungsebenen in einen Fragebogen gekleidet und haben den Fragebogen sowohl für Produkte wie auch für die Produktion den Unternehmen zugeschickt. Die Unternehmen mussten sich vorbereiten auf unsere Besuche. Wir haben über den Fragebogen vorhandene Industrie 4.0 Kompetenzen identifiziert, haben dann gleichzeitig von unserer Seite aus eine sogenannte externe Wahrnehmungsanalyse des Unternehmens durchgeführt, allerdings nur bezogen auf die Produkte. Das heißt, wir haben uns angesehen, im Internet beispielsweise, was bietet das Unternehmen an? Wir haben Prospekte analysiert und so weiter. Alles, was wir kriegen konnten. Und haben dann letztendlich die interne Kompetenz und das Ergebnis der internen Kompetenzanalyse verglichen mit unseren Ergebnissen der externen Wahrnehmungsanalyse. Wir haben in den meisten Unternehmen festgestellt, sie können viel mehr, als sie nach außen darstellen. Und dann muss man sich fragen, warum ist das so? Und kann man nicht aus unserer Kompetenz, die wir sowieso haben, ein Geschäft machen? Also sehr interessante Ergebnisse, die wir hier bekommen haben. Und wenn Sie sich jetzt einordnen, dann können Sie praktisch zu jeder Anwendungsebene die Entwicklungsstufe identifizieren und Sie bekommen hinsichtlich der Einordnung ein Profil, das die Entwicklungsstufen über die Anwendungsebenen ausweist. So, dann
Wie gesagt, haben wir die Workshops mit den Unternehmen selbst gemacht, also natürlich nicht mehrere Unternehmen zusammen, sondern Unternehmen für Unternehmen. Und dann haben wir in dem Workshop das Zielprofil des Unternehmens zur Einführung von Industrie 4.0 festgelegt. Und zwar als Zielprofil, das das Unternehmen als optimal ansieht, um Industrie 4.0 im Unternehmen umzusetzen. Dadurch ist dann ein Profil entstanden, das habe ich jetzt hier nur plakativ natürlich darstellen können. Die Analysen sehen dann sehr viel detaillierter aus. Aber das Unternehmen kann hier zum Beispiel in Bezug auf die produktbezogenen IT-Services sagen, ja, also das, was wir eigentlich erreicht haben, mehr wollen wir unserem Markt gar nicht anbieten. Oder hier beispielsweise Geschäftsmodelle sind hier. Eklatanter Unterschied. Wir möchten uns in die Richtung ganz anderer Geschäftsmodelle entwickeln. Und so bekommen Sie dann für jedes Unternehmen ein Profil, das Ihnen zeigt, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen zu Produkten und auch für die Produktion, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen. Und in allen Fällen, bei allen Unternehmen, die wir analysiert haben, sind die Workshops so ausgegangen, dass die Unternehmensleitung, die dabei war, gesagt hat, jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht unsere Roadmap aus, unsere Strategie, wie sieht unser Investitionsplan aus, wie sieht der Kapazitätsplan aus. Interessant waren die Diskussionen über die über den Plan, Qualifikationen in das Unternehmen zu holen oder im Unternehmen heranzubilden, also Ausbildung oder vielleicht auch Einkaufen von externen Qualifikationen, externen Kapazitäten, sodass man sich auch hier von einem bestehenden Kompetenzprofil zu einem Zielprofil hin entwickelt. Ja, jetzt möchte ich nochmal die Automatisierungspyramide aufgreifen, die ich ja vor einigen Minuten eingeführt habe, und möchte Ihnen Folgendes aufzeigen. Wenn wir die unteren Ebenen betrachten, dann geht die Strategie in die Vernetzung von miteinander kommunizierenden Systemen. Und hier werden dann tatsächlich in den Unternehmen eingeführt, dass man Bauteile beispielsweise mit einer Identifikation oder auch sogar mit einer Adressierung oder einer Lokalisierung versieht, Bauteile als Informationsträger auffasst, dann brauchen Sie noch die gesamte IKT-Infrastruktur dazu, um die Daten auszuwerten. Dann kommen Sie auf die Ebene der neuen Stufe der Organisation und Steuerung der Wertschöpfungskette. Dort finden Sie dann die Themen Zustandsmonitoring, Energy Monitoring, eigentlich müsste man schon beide Ergebnisse sagen, Zustandsmanagement und Energy Management. Monitoring ist ja nur die erste Stufe, die man erreichen muss, damit man das Management aufsetzen kann. Dann natürlich auch System- und Strukturüberwachung. Dann wird es interessant. Dann kommen die neuen Ansätze für internetgestützte Geschäftsmodelle. Was machen die Unternehmen da? Zum Beispiel bieten sie auf einmal den Markt an, wir können ein Dienstleistungsangebot bieten für präventive Wartung. Das heißt, sie bieten dem Kunden an, deine Maschine wird nicht mehr kaputt gehen, weil wir sind in der Lage, die Maschine so zu beobachten, dass wir ein Versagen schon rechtzeitig feststellen, sodass wir über präventive Wartung ein Versagen ausschließen. Bauteilverfolgung, ein ganz wichtiges Thema. Dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, Verkauf von Leistungen statt von Produkten. Und viele Unternehmen gehen in die Richtung, ihren Kunden Apps anzubieten. Das heißt tatsächlich, dass der Kunde, dass der, das Unternehmen seinen Kunden anbietet, du kannst hier eine App haben. Damit kannst du beispielsweise abfragen, in welchem Zustand dein Auftrag bei mir ist. Nun, ist das ein Mehrwert? Ja, natürlich ist es ein Mehrwert für den Kunden, weil er seine eigene Logistik wieder danach richten kann. Und für das Unternehmen, das dann eine solche Dienstleistung anbietet, führt dies zu einer ganz enormen Kundenbindung. Das ist ja klar, wenn
die Kunden daran gewöhnt sind, so aktuelle Informationen zu kriegen, dann werden sie natürlich unheimlich gerne mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, der dem Kunden genau diese Dienstleistung anbietet. Verkaufsplattformen, auch das war interessant, ja. Wenn wir die Firmen besucht haben, dann haben wir sie gefragt, wie sie denn ihre Produkte im Markt letztendlich vertreiben. Die meisten Vertriebskonzepte sind traditionell. Die kennen wir über Vertriebsgesellschaften oder wie auch immer. Aber es gibt heute solche Plattformen wie Amazon oder in China Alibaba beispielsweise. Und es ist interessant, wenn der Kunde sagt, wenn der das Unternehmen sagt, ja, für uns kommt diese Verkaufsplattform überhaupt nicht in Frage. Und wir machen eine Wettbewerbsanalyse und stellen fest, der Wettbewerb verkauft über diese Plattform. Dann ist man auf einmal überrascht. Und wenn Sie dann auf einmal den Umsatzgradienten sehen, dann stellen Sie auf einmal fest, diese Verkaufsplattform, die haben zum einen eine gigantische Reichweite, sie haben nämlich als Kunde die ganze Welt, und sie sind unheimlich leistungsfähig. Und, wie gesagt, neue Dienstleistungen, einige hatte ich ja davon angesprochen. Ich darf auch erwähnen, Industrie 4.0 ist ja eines der Zukunftsprojekte, ein weiteres Zukunftsprojekt, das schon platziert worden ist von der Bundesregierung, trägt den Namen Smart Service Welt. Und dabei geht es um internetbasierte Dienstleistungen für die Wirtschaft. Nun ist das im Industriebereich sehr eng verzahnt, weil Produkt und Dienstleistung verschmelzen zurzeit immer mehr. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zur Zusammenfassung. Hier nochmal für diejenigen, die Interesse haben, nochmal eine Übersicht über Literatur. Industrie 4.0 gibt neue Impulse zur Entwicklung und Anwendung cyberphysischer Systeme auf dem Weg zum Internet der Dinge, zum Internet der Dienste und zum Internet der Daten. Industrie 4.0 erfordert auch weiterhin Forschungs- und Entwicklungsinitiativen. Gleichwohl sind anwendbare Lösungen schon greifbar. Ich darf erinnern an die 250 Anwendungsszenarien, die wir jetzt auf dem IT-Gipfel kennenlernen werden. Die Impulse für die Industrie liegen in der Individualisierung durch Kunden- und Marktinteraktion, neue IKT-Informations- und Kommunikationstechnische Infrastrukturen sowie innovative Geschäftsmodelle durch integrierte Produkt- und Dienstleistungsqualität. Der aktuelle Diskussionsstand, den wir heute vorfinden, ist der: Die Politik hat die Bedeutung von Industrie 4.0 erkannt, und zwar auf Bundesebene und auf Landesebene. Also, das ist sehr interessant. Ich sage etwas schmunzeln, nicht in allen Bundesländern ist erkannt. Aber bei uns hat man es erkannt. Da freuen wir uns auch ganz groß. Und Beispiele sind hier die Plattformindustrie 4.0, der IT-Gipfel oder die europäischen Initiativen. Die Wirtschaft hat sich über die Plattformindustrie 4.0 organisiert. Es kann auch jeder mitmachen. Wenn Sie Interesse haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäftsstelle. Und die Adresse kriegen Sie am besten übers Internet. Googeln Sie einfach Plattformindustrie 4.0. Und in Bezug auf die Gesellschaft, da stehen wir in der Tat vor einem Wandel der Arbeitswelt. Und zwar durch die zunehmende Digitalisierung und Informatisierung, die mehr Anstrengungen in Bezug auf Weiterbildung und Weiterqualifikation von Mitarbeitern erforderlich macht. Das Fazit, das ich geben möchte, ist: Industrie 4.0 bietet für Unternehmen eine ernstzunehmende Vision, die es gilt, unternehmensspezifisch zu bewerten und auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.